Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin diesmal in Bochum unterwegs. Wir stehen hier vor Sönnen und hier soll es den bekanntesten oder den besten Sucuk-Döner geben. Ja, ich bin gespannt. Es ist auf jeden Fall, du wächst mein Intro. Ja, es ist eine bekannte Kette. Ich bin wirklich gespannt und ich habe Hunger. Alex, dass es direkt reingeht. Mach mir einfach den beliebtesten Döner. Cheesy. Cheesy? Döner. Cheesy? Das ist mach den einfach. Mach den so, wie du meinst, der so geil schmeckt. Okay. Bitte probieren, ja? Ja. Alex probiert jetzt die schärfste Soße hier im Haus. Kommt wahrscheinlich gleich noch, aber. Warum kriegen deine Augen jetzt? Ach du Scheiße. Immer aktiv bleiben und reinzappen, Alter. Was schon? Ja, genau. Mach echt mal das Outro. Wollte ich auch ins Gesicht filmen. Ich sehe fertig aus heute. Hallo. Okay, let's go, Leute. Der erste Bissen. Also ganz normal Sucuk-Döner mit einer Käsesoße obendrauf. Jalapenos und Salat. Ganz klassisch. Back, Boden. Das Brot. Durch die ganze Mischung. Es ist so super ausgewogen einfach. Und die Käsesoße hast du einmal drumherum. Wie ein U. Das Brot wiegt jetzt nicht so viel, ne? Also das liegt nicht so schwer. Relativ dünn. Das Brot ist richtig geil, schön knusprig. Wenn das Brot zu dick ist, zu dominant, dann besteht die Gefahr, dass du das Fleisch nicht mehr so richtig schmeckst, die Soße nicht, den Salat nicht. Aber hier ist es sehr stimmig. Das Brot ist relativ dünn. Du schmeckst das Fleisch, du schmeckst Salat, die Käsesoße, Knoblauchsoße. Du schmeckst alles, sehr geil. Bei uns in Osnabrück mal ein Sucuk-Döner gegessen. Beim Weiten ist es so gut. Ihr dürft nicht mit der Erwartung hierher kommen, dass dieser Sucuk hier genauso schmeckt wie zu Hause. Das ist es nicht. Aber das ist bewusst so gemacht. Weil überleg mal, das ist jetzt bei mir so, wenn ich Sucuk zum Beispiel 2-3 Tage in Folge esse, kriege ich immer Sodbrennen, bin übelst abgefuckt davon. Aber hier wurde, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, das ist von Fleisch her, von der Schärfe oder Knoblauch, ein bisschen abgeschwächt. Deswegen hast du auch Bock, immer mehr zu essen. Und es ist. Schmeckt jetzt so wie klassische Sucuk-Döner. Ja, das meine ich ja. Und beim ersten Mal war das nämlich bei mir so, dass ich mit dem Gedanken reingegangen bin, dass das wie zu Hause schmeckt. Aber ist nicht so. Jetzt check ich auch warum. Das Fleisch ist halt auch ein bisschen feiner, ne? Nicht so grob wie eine normale Wurst. Bei Döner schmeckt einfach anders. Weißt du, Döner ist immer so gleich, Salat, Kalb oder so. Und dann ja, es ist ja auch ein anderes Fleisch. Bro. Ja, das kann man ja nicht vergleichen. Nein, ich meine, so ein Geschmack. Weil es ist jetzt auch kein Döner.
also rein geschmacklich finde ich das interessanter als so einen normalen Döner, weißt du? Ja. Wegen der Soße und es war anders gewürzt und so. Käsesoße da ja. Käsesoße macht halt viel aus, ja. Aber ich würde den zum Beispiel gar nicht mit den anderen Döners vergleichen. Nee, kannst du auch nicht, ne? Aber ich würde jetzt quasi hier so einen normalen Döner vorziehen. Ja, das ist Geschmackssache. Ich bin jetzt im Studio angekommen. Wir machen jetzt die Bewertung zu dem Sönet Sucuk Döner. Was ist das bitte für ein geiles Konzept? Vorneweg wirklich ein sehr süßer kleiner Laden. Man konnte sogar oben sitzen. Unten kannst du bestellen. Oben sind ein paar Plätze, wo du sitzen kannst. Sehr cool gemacht. Und die bieten da nur Sucuk an. Nur Sucuk Döner. Auch finde ich gar nicht so schlimm. Weil dann sind die quasi nur spezialisiert für Sucuk-Döner. Wisst ihr, was ich meine? Und nicht irgendwie fünf Spieße hängen da mit Lamm, mit Rind, mit Kalb, mit Sucuk und so. Sondern einfach nur Sucuk-Döner, fertig. Mach eine Sache gut und nicht fünf Sachen halbherzig. Das war nämlich der Fall bei Drehspieß hier in Osnabrück. Falls ihr euch daran erinnern könnt, an das Video, hier noch in der Infobox, könnt ihr gerne abchecken. Ich habe ja hier bei uns den Sucuk-Döner probiert und der hat mir überhaupt nicht gefallen. Das war jetzt ein sehr, sehr krasser Unterschied. Tut mir bitte einen Gefallen. Geht nicht mit der Erwartung, ja wow, Sucuk-Döner, das wird genauso schmecken wie zu Hause, nur halt mit einem Döner-Style. Nein, wird es nicht, weil dieser Spieß ist anders. Aber auch zu Recht, ich habe es erst jetzt verstanden. Bei mir war das jetzt so, wenn ich zum Beispiel zu Hause Sucuk mache und esse, kriege ich relativ schnell, wenn ich zu viel esse, Sodbrennen. Oder ich habe keinen Bock, irgendwie 3-4 Tage in Folge Sucuk zu essen. Das bockt nicht. Hier wurde das Fleisch so geschwächt, sage ich mal, dieses Sucuk-Feeling. Es ist nicht so scharf, wie wenn du es im Laden kaufst. Oder Knobi-Gehalt ist, glaube ich, auch nicht so stark. Du hast halt nicht diesen klassischen Sucuk-Geschmack wie zu Hause. Hier wurde das bewusst geschwächt. Was bringt es, wenn die diesen klassischen Sucuk da dran hängen? Du isst den einmal, hast Sodbrennen und irgendwie 3 Wochen keinen Bock, da hinzugehen. So, wisst ihr, was ich meine? Aber der Geschmack leidet nicht darunter. Es ist ein ganz anderes Feeling, als wenn du einen normalen Döner isst. Und ich finde persönlich auch, dass man den Sucuk-Döner nicht mit einem normalen Döner vergleichen sollte. Das ist ein ganz anderes Gericht für mich. Das Fleisch war super gewürzt, die Soßen, ich hatte jetzt die Käsesoße, das ist glaube ich Standard und eine Knoblauchsoße hatte ich mit drauf. Wirklich sehr, 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 sehr gut abgestimmt, Salat mit drauf und du hast sogar am Ende, hast du sogar noch Soße da, Salat da, Fleisch da, war wirklich perfekt. Ich empfehle auf jeden Fall den Sönet Sucuk Döner, aber jetzt ist es ein bisschen schwierig, das mit einem normalen Döner zu vergleichen. Also ich kann keinen zum Beispiel 9 von 10 oder so geben, weil aus welcher Basis kommt das? Ich kann vielleicht nur sagen, dass der wesentlich besser war als der jetzt hier aus Osnabrück. Das kann ich sagen, weil den Vergleich habe ich ja. Ich spreche auf jeden Fall meine Empfehlung aus. Probiert den. Probiert den Sönet Sucuk Döner. Er war wirklich sehr, sehr geil. Und ein dicker Kuss geht an die Jungs raus. Die waren auch sehr freundlich. Checkt ihn ab in Bochum, war ich. Super, mach mal nichts verkehrt. Schreibt mir in die Kommentare eure Meinung zu dem Döner. Habt ihr schon mal einen Sucuk-Döner gegessen? Und gerne könnt ihr auch weitere Empfehlungen reinschreiben, was ich so testen könnte. Das war's mit dem Video. Lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und jetzt geht ein dicker Kuss raus. Bis zum nächsten Video. Haut rein.